Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge. First Dates, ein Tisch für zwei. Heute mal wieder zwei fremde Menschen, die sich kennenlernen. Und ich freue mich geisteskrank. Und Leute, bevor ihr überspringt, ganz kurz. Ich war bei First Dates. Ich kann's rauslassen. Ich kann's jetzt sagen. Ich war bei First Dates. Ich hatte mein Date. Ja, viele von euch haben sich's gewünscht. Ich weiß. Ich bin hingegangen, ich habe mich überwunden, ich habe es gemacht. Ich dachte mir, okay, wenn ich hier dicke Reden schwinge und hier alles kommentieren kann, dann kann ich auch zu First Dates gehen und selber mal erleben. Aber ich darf euch nichts verraten. Ist logisch, ich will euch auch nichts verraten, ich will euch auch nichts spoilern. Aber ihr werdet bald sehen. Wann, weiß ich auch nicht. Es gibt noch kein Datum. Mir wird es irgendwann mitgeteilt und dann werde ich es euch auch mitteilen, wann das Ausstrahlungsdatum ist. Auf Instagram werde ich es euch mitteilen. Deshalb folgt gerne auf Instagram, falls ihr es noch nicht getan habt. Dort heiße ich der Sedo. Und ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich bin sehr gespannt. Natürlich wird auch dann früher oder später hier eine YouTube-Reaction zu kommen. Dürft ihr nicht verpassen, Leute. Es wird zu wild. Und heute hat mir die Lisa geschrieben, hey Sedo, könntest du eventuell auf die First Dates-Folge bla 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 von Julia und Shiro reagieren. Die fand ich auch sehr cringe. Na, dann gucken wir mal rein, wie cringe diese Folge wirklich ist. Ihr findet alle Links in der Beschreibung, auch den Link zu RTL Plus, wie immer, liebe Freunde. Ich habe das hier gerade so nebenher gedroppt, als wäre das so in so einem Nebensatz droppbar, dass ich wirklich da war. Das wird wirklich ausgestrahlt. Ich habe meine Seele verkauft für First Dates. Und ja, es wird spannend. Mehr kann ich dazu nicht sagen, liebe Freunde. Es wird spannend, es wird euch gefallen. Das kann ich auch noch sagen. Wir gehen rein ins Video. Ich freue mich. Let's go. Wen haben wir da? Ich bin Julia. Ich bin eine recht gute Pasta-Köchin. Aha. Ich bin eher fröhlich, optimistisch, positiv, spontan. Trotzdem brauche ich eine gewisse Planungssicherheit. Patentfachangestellte. Die meldet dir dein Patent an. Ich habe ja mal, also ich würde gerne mal ein Patent anmelden für mein Popsocket mit Klebefunktion, also man kann das jetzt an jedes Fenster kleben, checkt ihr? Habe ich selber gebaut. Würde ich gerne mal Patent für anmelden. Julia, falls du das siehst, ich will das gerne groß rausbringen, ja? Also ich bin schon so ein kleiner Planer. Die Planungsmaus, gell? Hallo, hallo. Wow. Was für Haare, da will man direkt ran. Oh. Yeah, I know. Hallo. Hallo? Hi. Hallo, ich glaube, ich habe eine Reservierung. Wie oft will sie noch Hallo sagen, aber auf den? Hallo, 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 hallo. Hi, wir haben es gecheckt, du bist da. Julia, du bist da. Mein Name ist Julia. Julia? Julia. Okay. Genau, aus Zürich. Ah, aus Zürich bist du? Ja. Du bist Schweizerin? Nein, ich bin Deutscher. Zürich, lebend, geboren in Deutschland. Genau, genau. Und jetzt, heute bin ich wegen deinem Essen da. Okay, ob ja. Sie, also, nein, nein. Du möchtest alleine essen, oder? Das sehen wir dann, was dann das potenzielle Date ist. Sie ist super nervös. Man sieht sie voll an. Aber das, ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Ob ich mich dann woanders hinsetze und alleine esse. Ich suche jemanden bei First Dates, mit dem ich meine Metze teilen kann. Metze? Und das Ding ist, ich teile nicht sehr gern mein Essen. Ich bin da sehr, sehr egoistisch, was mein Essen angeht. Was heißt Metze, Leute? Ich bin gerade überfragt. Ich bin gerade, sorry? Das heißt, ich suche diesen einen Menschen, mit dem ich nicht nur die Gespräche haben kann, aber dass es so passt, dass ich mein Essen mit ihm teile. I see. Okay. Findet hier auch. Meine Freunde sagen, ich bin ein Typ Mann, wo sehr selbstbewusst, offen. Ich hätte euch direkt sagen können, dass es Schwabe ist. Ein Typ Mann, wo selbstbewusst ist. Schwabe, Fahrzeugbauer aus Aalen in Baden-Württemberg. Ganz in der Nähe von Aalen habe ich gewohnt. Hm. Aber ich war nur ein, zwei Mal in Aalen. Hat sich nicht gelohnt da. Humorvoll und witzig ist. Mein Typ Frau, das muss einfach so auf den ersten Blick passen. Und wenn das passt und man sieht sich und man lächelt sich an und da kommt den Funke quasi hoch, explodiert. Quasi, quasi explodiert der Funke auf einmal einfach nach oben, dann weiß man, das ist es. Es ist die richtige. Ja. Ich bin reingelaufen und hab gedacht, hui, die ist groß. Ich glaube, es ist Italiener. Wow, okay. Hallo. Also der erste Eindruck war so ein Südländer, die dunklen Haare, der Drei-Tage-Bart. Ja, wow. Stellt euch vor, bitte. Hallo, hallo. Ich bin Julia. Ich bin der Tiro, hallo. Ach, er geht gar nicht mal auf sie zu, auf den er lässt. Also er macht einfach diese, von weit entfernt, weil Sicherheitsabstand. Komm näher, du hast ein Date. Hallo, Tiro, hallo. Hoi.
freut mich. Schön, dass ihr hier seid. Okay. An die Bar. An die Bar. Gern? Ja. Ja? Ja, der erste Eindruck haben wir gedacht, ja, sympathisch. Schauen wir mal, wie der Abend so wird. Was wird? Schauen wir mal. Was wird? Sag ich mal so. Sag mal so. Sie war größer, wie ich erwartet habe. Brauche eher so was Kleineres, was Zierliches. Es war kleiner als ich, was ich jetzt nicht schlimm fand, sondern er hatte was. Ich zeige euch schon mal unsere First Dates Cocktailkarte. Okay. Lass uns das mal abwarten, was genau passiert. Der Bré ist überfordert, ne? Jetzt fange ich auch schon an, ein Schwäbisch zu hören. Der Bré ist schon ein wenig überfordert, weil sie so groß ist. Und es ist halt gar nicht geil. Ich glaube, kann ich auch nur ein Prosecco haben? Klar. Kriegst du Gin Tonic? Gin Tonic? Jawohl. Gut. Auf Eis? Nein, so? Normal. Gut. Also, gerne. Ja. Wo kommst du her? Aus Zürich. Aus Zürich? Okay. Ja, genau. Sehr aus Zürich. Ja. Du machst in Zürich was? Ich bin Patentfachangestellte. Ah, okay. Genau, ich bin im Patentrecht. Mhm. Und, ja, genau. Das passiert halt manchmal. Aber er wollte richtig Vollgas, eine Frage nach der anderen. Bam, 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 bam. Hat sich ja wahrscheinlich alles zurechtgelegt vorm Date. Aber nee, wurde ihm Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, er war nervös. Er war, glaube ich, sehr schüchtern. Er war reserviert, hatte ich das Gefühl. Also ich bin eher der Typ Mann, der anfangs sehr schüchtern ist und dann gegen später aufblüht wie eine Blume. Wie eine Blume, also. Ja. Das ist süß. Gebürtig aus Italien, oder? Nee, gebürtig, ich bin aus Aalen. Okay. Aber bin Italiener. Die Familie ist sozusagen. Genau, meine Eltern sind in Sizilien. Okay. Genau. Ich habe jetzt ein sizilianisches Kochbuch gekauft. Ja? Ja. Was? Sizilianische Küche finde ich faszinierend. Sehr schön. Ja, ja. Kochst du gerne? Ja. Ja, ja, vor allem italienisch. Okay. Also ich bin bei meinen Freunden sozusagen für meine Pasta recht berühmt. Ja. Okay. Berühmt sogar bei ihren Freundinnen für Pasta. Das ist natürlich krass. Leute, ich muss kurz Thema Italienisch und Pasta. Ich habe hier um die Ecke einen Feinkostladen, einen italienischen. Den habe ich jetzt die letzten Tage wirklich auseinandergenommen. Die haben da Käse, Wurst, frische Pasta, gefüllte Tortellini, oh, gefüllte Paprika. Oh, die haben da alles. Es ist einfach nur geil. Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, wenn ich drüber rede. Ich habe da wirklich den Laden auseinandergenommen und dazu, zu den Sachen, die ich koche, poste ich auch Reels auf Insta. Und da mache ich sehr viel Gebrauch, gerade auch von der italienischen Küche. Also ich bin sehr leidenschaftlich, man kann mich für sehr viele Sachen begeistern. Und wenn ich dann für etwas Begeisterung habe, dann zeige ich das auch. Mhm. Mhm. Oh, der ist gut. Ja, ist gut. Mhm. Gehst du gerne in Restaurants oder gehst du gerne ausessen? Ja. Nee, Restaurants sind nicht so meins. Leckeres Essen, bedient werden, nicht abspülen müssen. Restaurants sind eigentlich eine riesen Red Flag, Leute. Restaurants sind am Ende des Tages eine Red Flag. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, es war jetzt... In Cafés, in Bars. Ja, ja. Ist auch schön, sonntags irgendwo hinhocken und dann die Leute so in der Stadt beobachten. Ja, oh, herrlich. Ja, 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 ja. Wenn man sich dann so vorstellt, wie sieht es bei denen wohl zu Hause aus? So allein, wie sie so rumlaufen oder so. Okay. Ich finde das... Ach so, okay, machst du das? Okay. Immer so Überlegungen an, was, wie die wohl, wie es bei denen zu Hause aussieht, oder? Zwei zu viel für ihn. Auch gerne essen? Ja. In Restaurants oder Bars? Genau. Oder? Beides. Probier gerne Sachen aus. Mhm. Ich gehöre auch zu den Menschen, die teilweise online vorher die Speisekarte nachgucken. Ah, okay. Und dann bin ich aber auch. Ich gucke auch manchmal online vorher, weil dann weiß man schon so, ob es sich lohnt. Wisst ihr, ob es sich lohnt, da vorbeizuschauen? Gucken, was ich bestelle. Okay, du bist ein organisatorischer Mensch, wo quasi von Anfang an alles durchplanen, so ein bisschen. Ich bin teilweise so jemand, der so eine Excel-Liste anlegt, ne? So Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Aber ich bin dann schon offen, dass man dann auch umplant, weil manche Sachen kann man ja nicht beeinflussen. Ich plane gerne, weil ich dann das Gefühl habe, ich vergesse was. Ich bin eher der Typ, wo alles so ein bisschen spontaner ablaufen muss und nicht so alles organisiert und strukturiert. Da finde ich meinen Freigang nicht. Hoffen wir mal, dass es am Tisch weitergeht. Ja, super. Sehr schön.
Gucken wir mal, was wir so am Tisch zu besprechen haben. Habt ihr euch schon was für etwas entscheiden können? Ja. Kriegt die es mit der Artischocke? Ich bekomme die Lammhüfte. Alles klar. Danke. Ich muss gestehen, ich bin jemand, ich gebe für Lebensmittel unheimlich viel Geld aus. Mhm. In Zürich gibt es ein Kaufhaus und die haben so eine Delikatessenabteilung. Also wenn du mir sozusagen eine mega Freude machen willst, dann sagst du mir, hier ist meine Kreditkarte, kauf, was du möchtest. Ach. Du, dann kaufe ich Salami und Schinken und Fisch und ich würde dann sagen, ja, ich koche dir dann heute Abend was da draus. Aber das würde es ja... Ich fühle sie. Ich weiß, was sie meint. Ich bin tatsächlich ähnlich gestrickt. Ich liebe das, zu den qualitativen Sachen zu greifen, weil ich der Meinung bin, ich bin ein Feinschmecker und ich schmecke sowas raus. Ich merke wirklich extrem den Unterschied, wenn ich mit hochwertigen Produkten koche, frischen, ländlichen, regionalen, als wie wenn ich mit verpackten, so wisst ihr, wie ich meine? Aber es ist am Ende des Tages eine Sache, die wirklich dick auf Geldbeutel geht. Also das ist wirklich, das muss man schon sagen. Okay. Also, ja, damit machst du. Der Nachbartisch ist einfach nur am Beobachten, ne? Die geben geisteskrank Auge, Digga. Wahrscheinlich mehr. Aber ich komme aus dem Schwabenland, weißt du schon? Oh. Da wurde immer eingespart. Oh, ey. Quatsch, nee. Das ist kein Quatsch. Er hat's geleakt, aber mit Herz. Er hat's mit Herz geleakt. Leute, Schwaben, geizig und Schwaben, das ist das gleiche Wort. Diese schwäbische Sparsamkeit geht bei mir leider gar nicht. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? 37. 37, okay. Ja. Wie alt bist du? Ja, schätzt du mich? 35. 35? Ich schätze dich jünger, ja. Ah, hab mich gut gehalten. 38. Okay, ja, okay, das ist ja... Ich habe ihn, glaube ich, jünger geschätzt wegen der Größe, weil er so klein ist. Ich weiß nicht, warum. Ich hätte ihn aber auch auf 35 geschätzt, glaube ich. Tatsächlich, ja. Hatte irgendwie sowas, hatte er das sozusagen, hatte ich das Gefühl, er ist jünger als ich. Ich weiß nicht, wieso. Wow. Krass. Sieht ja super aus. Nicht schlecht. Ey, der Nachbarstisch. Achtet mal auf den Nachbarstisch. Die Blicke und so sind krank. Genießt es. Danke, okay, alles klar. Merci vielmals. Gerne. Sorry, ich bin so jemand, ich fotografiere mein Essen. Ja, mach noch. Ich weiß, das ist bescheuert. Einmalige Gelegenheit. Dieses Krossige oben, ich meine, das waren Zwiebeln. Das sieht super lecker aus. Oh. Das Lamm. Ich liebe, wie sie ihr Essen liebt. Ich liebe, also sie hat vorhin gesagt, sie ist mit Leidenschaft dabei. Sie ist wirklich mit Leidenschaft dabei, liebe Freunde. Also sie fühlt's. Och, die Soße, das Lamm, och. Schmeckt gut. Oh, ja? Sehr fein. Also der Juice, diese Soße, oh. Fantastisch, fantastisch. So ein Weintrinker? Nee, alkoholmäßiges. Eher weniger. Gar nicht. Aber du bist ja von Sizilien. Ja, schon. Aber heißt ja nicht, dass man mehr Wein trinken muss, oder? Also. Nein, das heißt es nicht. Aber trotzdem, Sizilien hat... Also ich bin ein Weintrinker. Und ich würde mir halt dann wünschen für meinen Partner, dass er zum Beispiel... Weil das ist das Schöne, zum Beispiel dann auch im Sommer abends, wenn man dann nicht in die... Ich check, was sie meint. Ich check's. So ein bisschen ist sie auch so dieses... Ich bin eine Feinschmeckerin. Ich bin ein Weintrinker. Und ich bin so und ich bin so. Aber ich check, weil ihr sind diese Punkte einfach wichtig. Und ich kenne das, weil ich merke, umso älter ich werde, dass mir diese Punkte auch wichtig werden. Diese, dass man die kleinen Dinge im Leben genießt. Wenn man gutes Essen auf dem Tisch hat, dann ist es... Gibt es nichts Geileres, als es einfach zu zerfetzen und zu genießen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mir Töpfe jetzt gekauft, für viel Geld, und war so, ich war so happy über diese Töpfe. Ihr checkt's nicht. Ich habe gemerkt, ich komme langsam in dieses Daddy-Alter. Das klingt so dumm, aber ich freue mich jetzt schon irgendwann sonntags immer für Familie zu kochen. So sonntags werde ich, Papa wird sonntags kochen. Das wird Ritual. Immer, jeden Sonntag. So soll es sein. Geht, sondern zu Hause sitzt, dass man dann zum Beispiel eine Flasche Wein zusammen trinkt. Zum Essen passt manchmal ein Spezi besser, wie wenn du einen Rotwein trinken würdest, oder? Man passt ja nicht immer zum Alkohol, muss ja nicht immer zum Essen dazu passen, oder? Dann hattest du noch nicht zum richtigen Wein. Ja, gut, klar, aber normales Sorry, ich trinke kein Spezi. Spezi. Dass sie so erschreckt war, dass ich kein Weinkenner bin oder kein Weintrinker bin und ich mein Spezi trinke, Mittagessen, aber...
Er ist so cute, Mann. Ja, das ist halt scheiße, dass ich halt... Ich kann nichts dafür, dass ich meinen Spezi trinke am Ende des Tages. Wir würden dann vielleicht abends in eine Bar gehen und er wird dann wahrscheinlich mit seinem Spezi da sitzen. Das ist langweilig. Dafür brauchen wir nach Sizilien fliegen. Ja, genau. Also... Das ist ja wirklich nur das Du kannst es, glaube ich, dann da reintun. Sehr fein. Die ist wirklich drin in dem Ganzen, ne? Und bist du so ein Dessert-Esser? Nö. Sie ist geisteskrank abgefuckt. Ich glaube, sie fuckt sich voll ab, weil er ist einfach. Und sie ist halt eher so Genießer. Deshalb, Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, sie wird nicht mit ihm gehen. Sie wird das Ding nicht mit ihm durchziehen. Ich glaube nicht. Und was würdest du dir dann in deiner Partnerin wünschen? Soll sehr humorvoll sein. Okay. Humorvoll, ehrlich. Mhm. Mit Worten einfach schwer zu beschreiben. Einfach zum, was soll ich dir erklären? Wenn das so zwischen zwei Menschen funktioniert, dann muss man nicht so viel miteinander reden, oder? Wie stellst du dir deinen perfekten Mann vor? Mein perfekter Mann. Trinkt Wein. Gebildet, humorvoll, weltoffen. Ich würde schon sagen, dass ich sehr gebildet und weltoffen bin. Okay? Schon, er weiß, was er will. Eine Freundin hat immer zu mir gesagt, ich brauche jemanden, mit dem ich diskutieren kann, mit dem ich streiten kann. Ja, mit mir kann man sehr gut diskutieren, würde ich mal sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man mit ihm gut diskutieren kann. Und der Nachbarstisch fuckt mich langsam ab. Ich schwöre auf alles. Langsam regen die mich auf. Weil die machen sich wirklich lustig teilweise über die beiden. Achtet mal auf sie. Achtet mal auf die Frau vom Nachbarstisch jetzt. Einer, der zu allem dann Ja sagt, sondern der mich dann auf eine gewisse Weise auch wieder runterholt. Genau. So einen brauche ich. Ein Dominanter wie du quasi. Und sie will, braucht so einen Mann, wo sie quasi immer wieder runterholt und sagt, Fräulein, so nicht. Ja, er muss für, ja. Er muss quasi ein bisschen über dir stehen. Und genau, die, ja. Genau. Aber die Frage ist, ob er es checkt, dass er es nicht ist. Das ist die Frage. Ob er es checkt. Du hast es erfasst. Ja, ich bin Berufspsychologe. Wirklich? Hobbypsychologe. Also okay. Ich dachte jetzt gerade, okay, jetzt wird's interessant. Hobbypsychologe. Okay. Auf 450 Euro Basis mache ich das. Das war mehr ein Witz von ihm. Da ist er dann nicht so dolle drauf eingegangen. Ich bringe euch schon mal die Rechnung vorbei. Ich zahle. Okay, dann stelle ich sie dir auch. Dankeschön. Das ist schon mal schramm. Für einen Schwaben schon mal sehr stark. Das ist aber sehr lieb. Vielen Dank. Kein Problem. Dankeschön. Ich hätte nicht erwartet, dass er die Rechnung direkt nimmt und sagt, ich zahle. Das fand ich sehr großzügig von ihm, sehr nett. Darf ich? Ja. Sie ist ein sehr netter Mensch. Und guter Charakter hat sie auch. Das habe ich an ihr erkannt. Ja. Sie ist nett. Hat einen guten Charakter. Dass sie hier war. Dankeschön. Ja. Merci vielmals. Dankeschön. Gute Heimfahrt nach Zürich und allen. Ja. Dankeschön. Ciao. Ciao. Gut. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Jetzt bin ich gespannt. Und könnt ihr euch ein zweites Date vorstellen? Ich kann mir kein zweites Date vorstellen, da unsere Gemeinsamkeiten und es hat nicht miteinander gefunkt. Ja. Das ist für mich in Ordnung, weil ich kann mir auch kein zweites Date mit dir vorstellen. Sehr schön, ja. Ich fand es ein toller Abend. Es hat mir viel Freude gemacht. Es war schön. Aber wie gesagt, der Funke ist, das hat nicht so rübergesprungen. Und dadurch kann ich mir auch kein zweites Date vorstellen. Okay. Genau. Ich fand krass, wie er die ganze Zeit Augenkontakt gehalten hat. Fand ich krass. Also er hat die ganze Zeit in die Augen geguckt, während dieser unangenehmen Situation. Ah, Leute, sie können sich beide kein zweites Date vorstellen. Wie schade. Ja, das war's nicht ganz. Leider. Er ist zwar Italiener und sie liebt Sizilien und sizilianische Küche, aber er trinkt keinen Wein. So, was soll die Schweinerei? Furchtbar. Ein Mann da draußen, der keinen Alkohol trinkt. Schlimm. Natürlich nur ironisch gemeint, liebe Freunde. Ich finde es immer, ich muss das immer Personen echt hoch anrechnen, wenn sie keinen Alkohol trinken. Ich finde es immer tatsächlich, ist für mich eher eine Green Flag als eine Red Flag, um ehrlich zu sein. Gut, das war's mit diesem Date. Aber nicht traurig sein, denn morgen um 14 Uhr kommt hier wieder ein First Dates online. Und ihr könnt auch hier oben die Infokarte abchecken. Dort kommt ihr zur First Dates Playlist. Ja, jeden Tag 14 Uhr. Also abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr Bock habt. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Haut rein, passt auf euch auf. Ciao.